Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Strategiespielfreunde, zum zweiten Teil des Let's-Shows von Becastled. Ja, ich sag zweiter Teil, weil ich habe gedacht, nachdem jetzt einige Zeit vergangen ist und sich in Becastled einiges getan hat, dass wir nochmal reingucken und weil ich einen kleinen Lückenfüller brauche für den Augenblick. Deswegen gucken wir doch mal in dieses Spiel rein. Es hat sich scheinbar einiges geändert. Deswegen wurde unser Savegame vom letzten Mal converted. Ich habe vor, erstmal das Savegame fertig zu spielen, weil wir hatten 10 Tage angesetzt gehabt, also 10 Tage Spiel und sind schon bei Tag 9 gewesen. Deswegen, ja, machen wir das zu Ende und dann gucken wir uns mal ein New Game an. Wie es jetzt geworden ist mittlerweile, das Spiel. Es scheint sich nämlich doch arg geändert zu haben. Aber erstmal das Laden. Weil sobald wir das Laden kriegen, wir eine Meldung. Ich hoffe, man kriegt sie doch. Sobald geladen wurde, ja. This save is from previous version of a game that does not have new features in it. You may still play it, but some content will not be accessible. Ja. Also, wenn ich richtig weiß, haben wir... Das ist die Zeiteinstellung. Haben wir Tag 9. Haben wir eigentlich eine Kirche? Ja, haben wir. Da werden jetzt gerade Leute wiederbelebt. Gut. Haben wir freien Arbeiter? Warehouse ist voll mit Holz. Okay, wir schaden doch einen Arbeiter zu haben. So, das heißt, ich könnte hier mal eine Ballista draufsetzen. Müsste die da nur dann da wegschicken. Und ja, grade mal ein paar von denen hoch. So, 6 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir sollten auch noch... Können wir leider nicht upgraden.
glaube, wir haben gerade keinerlei Leute frei. Also errichte ich noch ein Haus. Hier. Ich sollte ja eine Baumeistergilde haben, ja. Wir aber hier gucken. Oh, Schatzkammer, mit der wir Besteuerung machen können. Okay. Achso, ich kann gerade keine. Dann erhöhen wir mal die Laude etwas. Allerdings auch wieder mehr Häuser. Auch und es ist bald Nacht. Okay. Ja, wenn man sich so richtig ansieht, sind wir schon. Also ja, hier ist das. Es gibt einen Kartenrand. Gut, okay. Die Taverne ist fertig. Wir können dann zwei Leute da reinschicken. Jetzt Steuern verlangen. Okay. Wir könnten auch eine Library errichten, ein Observatorium und eine Schmiede. Okay, hier könnten wir Sachen ab. Und hier können wir Observatorium Los Astronomers Institute an Search for New Discoveries. Gibt es Bonus Turnier bei Library? Und das ist Stack, also die Bücherei und das Observatorium zusammenbauen für mehr Forschungsbonus. Ja, hier haben wir unsere. Oh, ein Butcher Shop, der kann jetzt die Fleischproduktion verbessern. Also wenn wir irgendwo jagen. Fisherman's Hut kennen wir, Hunter's Hut, Windmill Field. Ja, Farm. Fisherman's Hut. Was kann mit Taste ja. Okay, wir könnten einfach irgendwo. Oh, es wird dunkel.
war's aber nicht schon, oder? Das war es tatsächlich schon. Und wir sind bei Tag 10 und dieses Mal kommen sie von der Seite. Also sollten wir uns hier etwas aufbauen. Auf jeden Fall auch mehr Türme errichten. Militär wie. So, ich möchte alle Archer bitte hier runterholen. Brauche ich Leute hier? Neun hier. Okay, jetzt ist der Turm erst fertig. Dafür brauche ich dann mehr Stein. Sind jetzt beide Schwertkämpfer? Achso, beide Schwertkämpfer sind da verkeilt. Gut. Dann hat sich das erledigt mit den Schwertkämpfern. So, das heißt, ich kann euch noch da hochschicken. Dann haben wir uns Bogenschützen wenigstens schon mal in Position. So, die verstärken lieber mal unsere